So, liebe Freunde, da befinden wir uns also live im Rennen. Der Klassiker San Sebastian ist gestartet und ja, wir sind auf dem Weg bei diesem doch sehr traditionsreichen Rennen. Es gibt die erste Attacke und es ist kein Cajarural-Fahrer, auch wenn es zumindest für mich für einen kurzen Moment so aussah. Nein, es ist Giacomo Nizzolo. Der hat bei dem letzten Rennen in Hamburg einige Punkte holen können. Für sein Team, für die Mannschaft NTT. Und offenbar hat er Blut geleckt, denn er versucht es heute gleich wieder, möchte weitere Zähler aufs Konto der Mannschaft hinzufügen, damit sie es vielleicht echt noch schaffen, den Klassenerhalt zu feiern. Weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, vor kurzem, naja, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme, wurde ja auch schon der neue Pro Cycling Manager angekündigt für die Saison 2021. Und am 3. Juni wird es voraussichtlich soweit sein. Dann gibt es also einen neuen Pro Cycling Manager. Ich bin sehr gespannt, was es da Neues gibt, ob es da überhaupt großartig viel Neues gibt und so weiter und so fort. Also, Ausreißergruppe steht soweit. Chris Froome ist wieder mit dabei. Den haben wir jetzt auch schon häufig in Ausreißergruppen gesehen. Dimitri Klees aus der Cofidis-Mannschaft ist mit dabei und dann eben der italienische Meister Giacomo Nizzolo. Wirklich erstklassiger Sprinter. Eigentlich auch ganz hügelfest, auch wenn es jetzt hier die Werte mit 69 nicht unbedingt widerspiegeln. Aber den hätte ich schon eher im Verdacht, dass der mit Hügeln ganz gut klarkommt. Dann haben wir noch Venturini, Carlos Verona, Yuen, Küng, Toins, Pollitt, Prades, Nylands und Demar. Also drei Landesmeister hier in der Spitzengruppe mit dabei. Der aus der Schweiz, der aus Frankreich und der Italiens. So, und hier hinten gab es nochmal Attacken, wie es aussieht, aber alles wieder egalisiert. Hier hinten das Hauptfeld, das sich jetzt also über diesen Kurs schlängelt. Wir gucken einmal aus Profil und der Klassiker San Sebastian ist durchaus nicht ohne, so wie es spanische und baskische Rennen im Allgemeinen so ja, halt gerne haben. Viele, viele Anstiege, es ist ein Rauf und Runter und ich denke mal, die Sprinter werden heute auf jeden Fall nichts zu melden haben. Bisschen untypisch für ein baskisches Rennen ist allerdings, dass es keine, dass es eher Hügel sind. Dass es eben nicht eher Hügel sind, sondern dass es wirklich klar strukturierte Anstiege sind. Und demzufolge sind es eigentlich 1, 2, 3, 4, 5, 6 große Anstiege, die die Fahrer heute bewältigen müssen. Das ist eigentlich nicht normal. Denn normalerweise, man kennt es von der Baskenland-Rundfahrt, da hat man sehr, sehr viele wellige Etappen, wo es die ganze Zeit hoch und runter geht. Das ist hier natürlich nur bedingt der Fall. Wout van Aert ist immer noch Führender im Weltcup. Man muss sagen, er hat das gut gemacht. Hat während den ersten fünf Punkten sehr, sehr viel, während den ersten fünf Rennen sehr, sehr viele Punkte geholt und steht dementsprechend jetzt gut da. Sein Vorsprung aktuell 98 Punkte auf den zweitplatzierten Jasper Stuyven. Insofern erstmal noch ein ruhiges Gewässer, auf dem er da unterwegs ist. Er wird wahrscheinlich das Weltcup-führende Trikot heute auch verteidigen, außer halt Jasper Stuyven gewinnt und er holt sich keine Punkte. Dann wäre er es los, aber das ist auch das einzige Szenario, in dem er wirklich die Führung im Weltcup verlieren würde. Dementsprechend also relativ unwahrscheinlich, dass das dann auch passiert. So, zwei Fahrer sind, glaube ich, oder ein Fahrer ist, glaube ich, schon eingeholt vom Hauptfeld. Ich glaube, es war eigentlich einer mehr, der vorne war in der Spitzengruppe. Bin mir jetzt aber auch nicht hundertprozentig sicher. Naja, wie dem auch sei. Also von daher, gute Vorarbeit von Wout van Aert, was diesen Weltcup bislang angeht. Allerdings muss man natürlich sagen, jetzt kommen so die Rennen, das haben wir ja schon ein paar Mal besprochen, die ihm nicht ganz so liegen. Also hügelige Rennen, Rennen mit vielen Anstiegen, da wird auch er dann an seine Grenzen kommen. Ist ja durchaus jemand, der auch mit Anstiegen gut zurechtkommt. Aber in der Hülle und Fülle, wie sie beispielsweise hier jetzt dann doch auftreten, ist das vielleicht auch zu viel für einen Wout van Aert. So, ich warte jetzt noch auf diese letzten vier Anstiege und na, gucken wir mal. Also auf jeden Fall die letzten drei schauen wir uns zusammen dann an. Und das ohne Zeitraffer-Modus. Ja. Hier hinten das Feld. Also momentan fast 3 Minuten Vorsprung für die Ausreißer.
gibt uns nochmal die Chance, einen kurzen Blick auf die Teamwertung zu werfen. Das Team Sunweb hat in der letzten Folge die Führung übernommen, führt jetzt ganz, ganz knapp vor dem Team Jumbo Visma. Dritter Agile Desert und vierter Deconinck Quickstep. Alle ganz nah beieinander, auch Trek-Segafredo Fredo ganz nah dahinter. Ja. Und ja, auf den Abstiegsrängen wird es auch mit Sicherheit nochmal spannend werden. Bahrain McLaren ist auf einem Nicht-Abstiegsplatz mit 62 Punkten und dicht gefolgt dann die Mannschaft NTT und die Mannschaft Mitchell und Scott. Und ganz hinten momentan Cofidis. Die haben bis jetzt nur 12 Punkte einfahren können. Das ist natürlich absolut zu wenig. Und damit werden sie hier nicht in der Liga verbleiben, außer sie holen noch ein paar Punkte. Ein paar Rennen haben sie noch Zeit. Das heutige Rennen ist eins davon. Ansonsten gibt es noch Paris-Tour oder die Lombardei-Rundfahrt. Aber da müssen sie halt punkten, denn das Problem ist, natürlich können auch die anderen Teams mal die ein oder anderen Zähler holen. Und dann könnte es da bei Cofidis ganz schnell ganz, ganz eng werden. Alto de Erlaiz ist die nächste Steigung. Wir haben immer noch 12 Fahrer an der Spitze. Caleb Ewan hier gerade am Ende der Gruppe. Jetzt ist Venturini hinten. Und Stefan Küng, glaube ich, ist gerade abgehängt worden. Machen wir mal die Kameraperspektive von oben, so ist es. Aber ich sehe gerade, ist eh egal, denn die Gruppe wird in diesem Moment eingeholt. Das Hauptfeld hat also richtig Gas gegeben hier. Richtig Tempo gemacht. Und Marc Sarro fällt hinten raus. Remco Evenepoel jetzt am Ende des Feldes. Philipsen haben wir da, Yves Lampert, Colbrelli fällt zurück. Also ein Sprinter von Bahrain, McLaren, Schmidt, Teunissen, Campenaerts, Rölands und jetzt auch Christoph Laporte mit einigen Schwierigkeiten. Und auch Jan Hirt hat hier Probleme. Mats Pedersen, Kurt Nielsen, also das sind die Sprinter. Aber die werden ja heute wahrscheinlich eh das Rennen nicht entscheiden. So, wir haben keine Kamera mehr vorne leider, wie es aussieht. Aktuell Simon Yates, Führender im Rennen. Er führt das Feld hier an und dahinter sein Zwillingsbruder Adam Yates. Also die Mitchelton-Scott-Mannschaft führt das Rennen hier an. Wout van Aert habe ich gerade gesehen, der ist noch relativ weit vorne platziert. Scheint ihm also nach wie vor gut zu gehen. Er ist also nach wie vor mit dabei und kann dieses Rennen weiter bestreiten. David de la Cruz fällt jetzt zurück. Der Spanier. Ja, das war der drittletzte Anstieg. Also durchaus möglich, dass da der ein oder andere nochmal rankommt. Stefan Rosetto jetzt mit Problemen, aber ich glaube, der hat es jetzt geschafft. Oder kommt hier nochmal? Ja, noch eine kleine Gegenwelle, aber da kommt der mit rüber. Auch Diego Ulissi haben wir hier ganz weit hinten im Feld. Richie Porte holt hier gerade Getränke für seine Teamkollegen. So, und jetzt geht es also bergab. Und dann noch ein Stück flach in Richtung nächster Anstieg. Und David de la Cruz ist wieder drin, genauso wie auch Diego Ulissi drin ist. Also der Spanier wieder im Hauptfeld angekommen. Jetzt kommen hier noch die nächsten Fahrer. Das ist die Gruppe mit Mats Pedersen. Matteo Trentin ist mit dabei. Caleb Ewan und. Also das Feld füllt sich wieder etwas, aber natürlich, es ist ganz klar, wer da bislang Probleme hatte, dem Tempo zu folgen, der wird diese Probleme wahrscheinlich auch jetzt noch haben. Alexander Christoph hier am Ende der Gruppe, also UAE, war immer noch ganz gut dabei. Und das ist Hugo Hofstetter, der Erste, der also hinterm Feld herfährt. So, jetzt sehen wir natürlich die Fahrer gerade nicht mehr. 105 Fahrer sind es noch im Feld und gleich sind wir also am nächsten Anstieg angekommen. Dem Alto Mendizorroz. Und hier vorne also Wout van Aert, Weltcup-Führender bislang, vor allen Dingen auf den Kopfsteinpflasterrennen natürlich gepunktet. Aber wie bereits gesagt, jetzt kommen die Rennen, da wird es schwerer. Nodemar ist hinterm Feld, ich glaube, er hatte vorhin einen Defekt oder ist gestürzt, ich bin mir nicht ganz sicher. So, Tempo wird jetzt hochgehalten, 39 Kilometer noch bis ins Ziel. Und Marc Hirschi verschärft jetzt mal das Tempo, setzt sich auch vom Feld ein bisschen ab.
Alex Aramburu ist das hier, der versucht, den Schweizer einzuholen. Also Mark Hirschi mit der ersten Attacke des Rennens. Aber er kommt nicht weg. War noch nicht der ganze Anstieg. Es geht gleich noch ein bisschen bergauf. Dimitri Klees fällt da jetzt zurück. Ja, und ich glaube, er hat damit so ein bisschen dafür gesorgt, dass das Feld aufsplittert. Zumindest sah es gerade so aus. Da hinten, ja doch, hier ist eine Gruppe mit Jasper Stuyven auch zurückgefallen, wie es aussieht. Aramburu jetzt mit Problemen. Und das ist die nächste Attacke von Mark Hirschi. Daniel Martin und auch Primoz Roglic sind da direkt am Hinterrad. Roglic, glaube ich, bislang trotz teilweise sehr guter Leistungen noch komplett ohne Punkte in diesem Weltcup. Ist ja meistens als Helfer gefahren. Durfte bis jetzt so gut wie gar nicht auf eigene Kappe agieren. Ja, und jetzt sind die drei erstmal weg. Also Daniel Martin, Primoz Roglic und Mark Hirschi. Erstmal haben sie sich abgesetzt. 32 Kilometer noch ins Ziel. Schauen wir uns das mal von oben an. Bisschen Vorsprung haben sie also. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und jetzt hier also Simon Yates, behaupte ich mal, auf der Verfolgung. So ist es. Aber der Vorsprung ist wirklich nicht groß von den dreien. Yates kann die Lücke schließen. Und damit werden die Karten neu gemischt. Dean Smith jetzt an der Spitze des Rennens. Max Schachmann genau dahinter. Und da kommt die Motorradkamera nach vorne. Georgen Hart haben wir dann noch. Simon Geschke für die Mannschaft CCC mit dabei. Frage, wo ist eigentlich Wout van Aert? Der ist immer noch drin in dieser ersten Gruppe. Ah, da hat er sich gerade auch kurz aufgerichtet. Da konnte man ihn schön sehen. Den Belgier. Ein Anstieg kommt aber noch und der kommt halt wirklich ganz, ganz knapp vorm Ziel. Insofern wird der wahrscheinlich rennentscheidend sein. Ob da Wout van Aert mit drüber kommt, werden wir sehen. So, und das ist das, genau, das ist das Hinterteil der Gruppe. Ilnur Sakarin, Chris Froome haben wir hier im Bild, Rafał Majka. Das sind also die letzten Fahrer hier gerade und die werden jetzt abgehängt. Also damit auch diese Fahrer jetzt nicht mehr im Feld vertreten. David Gaudu, das ist aktuell der Letzte, der da hinten am Feld fuhr. Schauen wir mal, ob der sich halten kann. Eigentlich müsste der nächste Hügel ja was für ihn sein. Ist ja durchaus ein starker Hügelfahrer. So, vorne wird jetzt das Tempo ein bisschen verschleppt. Einige Helfer können nicht mehr so ganz. Das hier ganz vorne ist Alexander Vlasov und jetzt kommt da wieder Formulo nach vorn. Und verschärft nochmal das Tempo. Ich würde sagen, die fahren jetzt für Tadej Pogacar. Klar, man hat Leute wie Diego Lissi und eigentlich auch Rui Costa im Kader. Ich weiß gar nicht, ist der mit dabei? Der zählt nicht zum Kader, ne? Also Rui Costa ist schon gar nicht mehr mit dabei. Aber dann ist auf jeden Fall Tadej Pogacar der Kapitän. Ich denke, Diego Lissi ist hier ein Tick zu schwach, um sich durchzusetzen. Auch Luis Leon Sanchez wird von den Zuschauern am Straßenrand mit Sicherheit vermisst. Der war hier eigentlich auch immer auffällig unterwegs. So, jetzt also die letzten 10 Kilometer und es geht jetzt nochmal hinein in den letzten Anstieg des Tages. Ganz, ganz steiles Ding, vor allen Dingen unten. Oben kommt dann auch nochmal eine steile Stelle und jetzt greift Adam Yates an. Daniel Martin am Hinterrad, dann Pogacar, Hirschi und Alaphilippe. Ich glaube, hinten haben wir noch Primoz Roglic, der versucht hinterher zu gehen. So ist es. Und hier wird es nochmal brutal steil. Daniel Martin führt jetzt das Feld an für die Israel Cycling Academy, wie sie ja hier, glaube ich, noch heißt. Ne? Oder ist das hier schon die Startup Nation? Es ist die Startup Nation, ne? Ja, Startup Nation. Pogacar, dann Yates, Hirschi, Alaphilippe, dann Roglic, dann Thijs Benoot, der jetzt versucht, das Feld wieder ranzubringen. Bernal. Van Aert ist noch mit dabei, auch Van Avermaet. Also Wout van Aert gut platziert hier fürs Finale. Letzten 5 Kilometer. Pogacar führt die Gruppe der Favoriten an. Roglic ist jetzt auch mit dabei. Tadej Pogacar vorne. Dahinter Adam Yates. Dann Hirschi und Alaphilippe. Und jetzt greift
Adam Yates an, 3 Kilometer vom Ziel. Ja, er versucht's. Naja, Daniel Martin haben sie damit schon mal abgehängt und auch die beiden Slowenen haben sich zumindest mal schwer getan. Letzter Kilometer, Adam Yates eröffnet den Sprint. Links kommt Julien Alaphilippe und es sieht so aus, ja, ähnlich wie bei der Tour de France 2020. Da war es ganz, 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 ganz ähnlich. Julien Alaphilippe gewinnt ganz hauchdünn vor Marc Hirschi. Zweiter Sieg für den Franzosen. Hirschi wird Zweiter, Dritter Pogacar, Vierter Yates, Fünfter Roglic. Auf Rang 6 schafft es Daniel Martin rein. Siebter wird wohl Wout van Aert. Ja, vor Van Avermaet und Schachmann. Zehnter Thijs Benoot, Elfter Romain Bardet. Dann kommt Egan Bernal auf Rang 12. Und jetzt gibt es hier den Sprint um Platz 13. Den holt sich Benoît Cosnefroid vor Rigoberto Urán und Dylan Thuins. Ne, Dylan Thuins wird sogar 14. Also 14. Thuins, dann Urán, Thao-Geo Reinhardt auf 16, Gilbert auf 17, De Plus auf 18, 19. wird Galopin und 20. Kwiatkowski ganz knapp vor Vogelsang. Also da gibt es nochmal ein paar Punkte. Landa und Mohoric ganz knapp an den Punkten vorbeigeschrammt. Bitter, bitter. Für das Team Bahrain-McLaren, das ja gegen den Abstieg kämpft. Also müssen wir mal schauen, was das im Endeffekt für ein Resultat zur Folge hat. Unsere Jungs aus dem estischen Team sind heute ganz hinten angekommen. Ach, unter anderem mit dem finnischen Meister, auch interessant. Gaviria ist hier der Letzte zusammen mit Runewehre aus dem regulären Peloton, sag ich mal, der sich hier durch den Kurs kämpft. Ja, und wir sehen uns dann also gleich nochmal das Ergebnis an und danach die Tabelle. Bin sehr gespannt. Also Wout van Aert als Siebter holt er nochmal ein paar Punkte. Das ist sehr, sehr wichtig für ihn und für die Gesamtwertung dieses Weltcups. Damit wird er die Führung natürlich behalten, da bin ich mir sehr sicher, aber Julien Alaphilippe wird ihm auf die Pelle rücken, denn heute schafft er es wieder zu gewinnen. Zweiter Sieg in diesem Weltcup für den Franzosen. Marc Hirschi wird Zweiter und Dritter wird Tadej Pogacar, der Tour de France-Sieger von 2020. Yates auf 4, Roglic auf 5, Martin auf 6, Van Aert 7., Van Avermaet 8., dann Schachmann und Thijs Benoot. So. Und damit das also nochmal das Resultat im Überblick. Wir gucken mal, wer so alles Punkte gemacht hat von den Teams her. Vor allen Dingen schaue ich jetzt mal auf die abstiegsbedrohten Teams. Also Mitchelton Scott holt Big Points als Vierter. Und ansonsten sehe ich hier noch Bahrain McLaren in den Punkten. Und das war es aber auch schon, ne? Oder? Also NTT und Cofidis sehe ich hier nicht. Auch Movistar und Astana gehen heute wieder leer aus. Also auch die lassen ganz schön nach. Kein Valverde heute. Das ist doch eigentlich verwunderlich. Denn das wären ja eigentlich die Rennen, wo man Valverde vorne sehen würde. Nee, 50. ist er geworden. Mein lieber Mann. Also da kommt auch nichts mehr von Alejandro Valverde. Ist halt in die Jahre gekommen. Wir sehen uns gleich zur Tabelle. Bis gleich. So, Freunde, da sind wir also zu den Tabellen, zur Übersicht in dem Weltcup. Klassiker San Sebastian ist abgeschlossen. Julien Alaphilippe holt den zweiten Sieg vor Hirschi und Pogacar. Marc Hirschi mit Sicherheit ein aufregender, junger Fahrer, der seine Zeit noch vor sich haben wird. Da bin ich mir sicher. Ja, und wir sehen hier also die Übersicht, Punkte pro Rennen, Wout van Aert, nach wie vor also auf Rang 1. Und damit schauen wir auf die Übersicht. Van Aert führt also weiterhin vor Jasper Stuyven und Dritter ist jetzt Julien Alaphilippe. Auf Rang 4 jetzt Marc Hirschi, Fünfter Sagan, dann Philippe Gilbert, Thijs Benoot, Greg van Avermaet auf Rang 8, 9. Oliver Nasen und 10. Benoît Cosnefroid. Das also die Top 10. Zum aktuellen Stand, Wout van Aert hat immer noch einen sehr komfortablen Vorsprung. 2 Rennen sind es noch, das nächste Rennen sollte ihm eher liegen, das ist nämlich Paris-Tour. Dann schauen wir noch auf die Teamrangliste, da hat das Team Sunweb jetzt also seinen Vorsprung ein wenig ausgebaut, ein klein wenig. Führt jetzt mit 24 Punkten vor Team Jumbo-Visma, 3. jetzt De Koning Quickstep vor der Asche de Sella Mondialmannschaft und 5. trägt Segafredo. Die verlieren leider den Anschluss an die Spitze, sind damit, glaube ich, so ziemlich raus aus dem Meisterschaftsrennen, denn beim heutigen Rennen
haben sie einfach mal, glaube ich, einen Nullinger gemacht. Ich glaube, kein Fahrer ist in die Punkte gefahren. Sechster Lotto Soudal, siebter Bora Hansgrohe. Auf Rang 8 folgt das UAE-Team Emirates. Auf Rang 9 Groupama FDJ und 10. ist EF Pro Cycling. Auf Rang 11 Ineos, dann dicht gefolgt CCC und Israel Startup Nation. 14. Astana, 15. jetzt Mitchelton Scott. Die sind also aus der Abstiegszone raus durch den guten Platz von Adam Yates. Auf Rang 16 Movistar und das ist jetzt die Mannschaft, die aufpassen muss. Ich habe es mir schon die ganze Zeit gedacht, Movistar sammelt echt nicht viele Zähler und so ist es halt auch. Und jetzt stehen sie ganz, ganz nah am Abgrund. Dahinter Bahrain McLaren, jetzt wieder auf einem Abstiegsplatz. 18. NTT Pro Cycling und 19. Cofidis. Cofidis kommt einfach nicht zu Punkten. Mal schauen, ob das bei Paris-Tours sich eventuell ändert. Das ist auf jeden Fall der letzte Lichtblick für die Mannschaft Cofidis. Da müssten wirklich zwei Fahrer am besten ganz weit vorne ankommen. Denn ansonsten... Ansonsten war es das. Also, nächstes Rennen wird spannend. Dann sehen wir uns zu Paris-Tour. Bis dahin, macht's gut und ciao.